Das Thema ist mir ein bisschen freigestellt worden, klar, sollte zum Föderalismus gehen. Und ich habe mir den Titel gewählt, Reform des Föderalismus oder spezielle Reform des fiskalischen Föderalismus in Österreich. Ist das eine Mission Impossible? Zunächst einmal mit einem Fragezeichen versehen. Warum spreche ich darüber? Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Deutschland zu Föderalismus- und Finanzausgleichsfragen gearbeitet, habe dort auch meine Dissertation darüber geschrieben und bin jetzt seit 2006 in Österreich am WIFO tätig. Und meine Vorstellung war, naja, komplizierter und schlimmer als in Deutschland kann es nirgendwo sein. Und dann bin ich nach Österreich gekommen und dachte, naja, zumindest mithalten könnt ihr schon. Ich spreche hier, und das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, nicht für das WIFO. Ich gebe hier meine eigene Meinung wieder, die sich durchaus manchmal mit der WIFO-Meinung deckt, aber möglicherweise auch ab und zu mal abweichend ist. Ich spreche auch nicht für die weiße Wirtschaft, in deren Beirat ich sitze, sondern spreche wirklich hier für mich zu dieser Thematik. Vielleicht mal zur Einleitung ein paar kleine Urteile, Vorurteile, sind einfach Presseschlagzeilen, die man im Laufe der letzten Jahre, wenn man im Internet ein bisschen rumsurft, immer wieder findet. Das wiederholt sich im Grunde genommen. Worum geht es hier? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, kann sich eigentlich ein kleines Land wie Österreich einen Föderalismus mit neuen Bundesländern, einer beliebigen Zahl von Bezirken, das ändert sich ja auch immer wieder, und einer relativ großen Zahl, über 2300 Gemeinden, leisten? Dahinter steckt eine These. Föderalismus ist teuer, Föderalismus muss man sich leisten können und es ist bestenfalls für große Staaten geeignet. Die Schweiz ist bereits erwähnt worden. Nun, also möglicherweise sind es andere Mechanismen, die relevant sind. Zweitens, was man auch immer und immer wieder hört, wozu brauchen wir eigentlich 9 verschiedene Jugendschutzgesetze, 9 verschiedene Bauordnungen, 9 verschiedene sonst noch was? Oder Österreich wäre gut beraten, diesen Faktor 9 endlich ernsthaft in Angriff zu nehmen. These dahinter. Einheitliche Vorschriften sind offensichtlich besser. Doppelgleisigkeiten oder Mehrfachgleisigkeiten sind zu vermeiden. Sehr schön gefällt mir, die Landesleute sind die Problembären der Republik. Stranguliert der Föderalismus eigentlich Österreich? Oder ganz unlängst, Bundesrat, was sollen wir damit tun? Abwerten, aufwerten oder sogar abschaffen? Dahinter steckt die Überlegung, Föderalismus verursacht komplizierte Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsblockaden. Und schließlich, vor 2 Tagen im Standard, Steuererhöhungen, Länder und Gemeinden profitieren stärker als der Bund. Ich interpretiere das mal so, Länder und Gemeinden beuten den Bund aus. Wenn man sich das so vor Augen hält, ist die Diskussion über den Föderalismus in Österreich offensichtlich davon geprägt, wie um Gottes Willen, weg damit. Das ist so die ganz allgemeine Darstellung, zumindest wie sie in der Presse sehr, sehr häufig getragen wird, in den Medien sehr häufig getragen wird. Und ich möchte diese Diskussion ein bisschen aufziehen anhand eben eher, sagen wir, theoretischer Überlegungen, aber eben auch ein klein wenig zur Praxis in Österreich, vielleicht sogar ein bisschen mehr zur Praxis. Und das ist getragen von meiner Tätigkeit als Ökonom. Es sind aber nicht nur Ökonomen, die sich mit Föderalismus auseinandersetzen, sondern es sind Politikwissenschaftler, es sind Juristen, Soziologen. Und das ist eine spezifisch ökonomische Sicht. Und auch im Rahmen der spezifisch ökonomischen Sicht vertrete ich eine ganz bestimmte Richtung, nämlich eine, die versucht, Politikwissenschaft und Ökonomie ein bisschen zu verbinden. Und mir geht es also darum, ein bisschen Sie einzuführen, wie denken solche Politökonomen, warum gibt es eigentlich Föderalismus, warum sollte es möglicherweise föderative Systeme geben und dann eine Bestandsaufnahme des Föderalismus in Österreich vorzunehmen, vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen und daraus abzuleiten, gibt es denn Chancen für eine fundamentale Föderalismusreform? So, also meine Agenda. Und zunächst einmal, beginnen möchte ich mit der Frage, was ist eigentlich Föderalismus und warum glauben Ökonomen oder Politökonomen wie ich, dass Föderalismus eventuell eine gute Idee sein könnte? Da
verbergen sich solche Stichworte dahinter wie das Prinzip fiskalischer Äquivalenz und das Prinzip institutioneller Kongruenz. Was verbirgt sich dahinter? Nun, rein formal, versteht's, eine Gruppe von Menschen, eine räumlich verbundene Gruppe, die bestimmte staatlich bereitgestellte Kollektivgüter nützt, soll gleichzeitig auch die Gruppe sein, die die Kollektivgütennutzung finanziert und gleichzeitig auch die Gruppe sein, die über die Menge und Qualität der Güter kollektiv entscheidet. Eine Übereinstimmung. Das heißt, der Kerngedanke ist, wir brauchen eine, und das Schlagwort kennen Sie, speziell auch von vielen Rechnungshofveröffentlichungen, eine Zusammenführung von Aufgaben, Ausgaben und Finanzierungs- und ich habe es hervorgehoben, Verantwortung. Aber warum eigentlich? Der Grundgedanke ist ja, das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt effiziente politische Entscheidungen getroffen werden. Anderenfalls kommt es nämlich zu sogenannten externen Effekten. Irgendjemand muss entweder Kosten tragen und profitiert nicht von diesem Kollektivgut, oder irgendjemand profitiert von dem Kollektivgut, muss aber keine Kosten mittragen. Und deswegen ist es die Verbindung von Aufgaben, Ausgaben und Finanzierungsverantwortung, die hinter diesem Prinzip fiskalischer Äquivalenz und institutioneller Kongruenz steckt. Institutionelle Kongruenz bedeutet aber, dass hier diese drei gebietskörperschaftlichen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, über die eigene Mittelaufbringung autonom entscheiden. Nicht, dass sie genug Mittel bekommen von irgendjemandem, sondern dass sie selber darüber entscheiden, wie hoch zum Beispiel die Steuerbelastung sein soll. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, und der kommt vor allem in dieser politökonomischen Theorie sehr stark zur Geltung. Der zweite Aspekt ist, Föderalismus impliziert, richtiger Föderalismus impliziert, einen, ich nenne es jetzt horizontalen Wettbewerb und Checks and Balances. Das ist eine stark politische Sicht zunächst mal. Das war die Grundidee von Föderalismus, die Verhinderung von politischer Machtkonzentration, insbesondere die Verhinderung der Konzentration von Besteuerungsgewalt bei einer einzigen Ebene, bei einem einzigen politischen Entscheidungsträger. Checks and Balances, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Darüber hinaus aber eben auch, dass ein Föderalismus so organisiert sein soll, dass wir in irgendeiner Form Wettbewerb haben. Warum Wettbewerb? Na, jetzt kommt der Ökonom, das ist ein Fetisch von uns. Wettbewerb ist eine treibende Kraft für innovative Ideen, in der Politik für innovative Politikideen und gleichzeitig Wettbewerb als treibende Kraft dafür, dass sich die Entscheidungsträger effizient verhalten, dass keine Verschwendung existiert. Was sind diese Wettbewerbskanäle im Föderalismus? Es ist die Mobilität der Bürger und der Unternehmen über Grenzen hinweg, gleichzeitig aber auch, und das ist wichtig, die Mobilität von Informationen über Grenzen hinweg. Informationen beispielsweise darüber, wie hoch die Menge, die Qualität, der Preis der jeweils bereitgestellten öffentlichen Leistungen ist. Warum ist das wichtig? Warum ist da Wettbewerb? Na gut, die Informationen, die fließen, werden von den Bürgern und den Unternehmen aufgenommen und die fließen in den demokratischen Entscheidungsprozess mit ein. Wenn eine Gebietskörperschaft schlecht performt im Vergleich zu anderen, dann bedeutet sie, ist sie einem politischen, demokratischen Druck ausgesetzt. Wenn sie gleichzeitig eben auch Aufgaben, Ausgaben und Finanzierungsverantwortung hat. Anders ausgedrückt, das Schlagwort der institutionellen Kongruenz oder das Vorliegen institutioneller Kongruenz ist gleichzeitig eine Vorbedingung auch für diesen institutionellen Wettbewerb. Ich möchte kurz zusammenfassen. Das ist sehr, sehr oberflächlich dargestellt, aber das sind die Grundprinzipien, die Grundgedanken. Föderalismus, das ist ein Organisationsprinzip für einen effizienten Staatsaufbau. Effizienz im Sinne von effiziente Entscheidungen können getroffen werden. Wichtig, regional oder lokal differierende Lösungen müssen möglich sein. Das heißt, das System muss offen sein für unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Ausgaben, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Einnahmen. Und zwar nicht nur deswegen, weil es möglicherweise kulturell, geografisch oder sonst irgendwie bedingte Präferenzunterschiede gibt. Die gibt es vermutlich zwischen Vorarlberg und Wien, die Unterschiede, oder zwischen Vorarlberg und Burgenland, oder zwischen Salzburg und Oberösterreich. Mal weniger, mal stärker ausgeprägt. Mir ist wichtig, es geht nicht nur um diese Präferenzunterschiede, es geht auch darum, dass dieser Wettbewerb Machtbegrenzung bedeutet und innovationsförderlich ist potenziell. Und es ist völlig egal, ob die gleiche oder unterschiedliche Präferenzen haben.
Das ist ein zentraler Punkt. Dazu gehört aber, dass die politischen Verantwortlichkeiten für Einnahmen, Ausgaben und Aufgaben transparent sein müssen und die demokratischen Entscheidungsmechanismen, die Sanktionsmechanismen funktionieren müssen. Ja klar, funktionieren ja einigermaßen. Mir ist besonders wichtig, sie müssen im Föderalismus nicht perfekt funktionieren, wohingegen in einem unitarischen System müssen sie perfekt funktionieren. Oder anders ausgedrückt, die Anforderungen an den demokratischen Prozess sind im Föderalismus tendenziell eigentlich sogar geringer. Warum? Wenn der demokratische Prozess nicht funktioniert und ich eine schlechte Regierung nicht abwählen kann, dann kann ich immer noch abwandern. Das sind die Grundprinzipien des Föderalismus aus politökonomischer Perspektive. Wie sieht es aus in Österreich? Nun, das sind Schlagworte, die kennen Sie vermutlich alle. Sie zeigen grundlegendes Interesse an dieser Veranstaltung zum Thema Föderalismus. Also haben Sie das hier bestimmt alle irgendwie schon mal als Probleme wahrgenommen. Österreich ist zunächst einmal ein hochzentralisierter Bundesstaat. Das heißt eine Föderation, zumindest auf dem Papier, die aber gleichzeitig ihre Aufgabenkompetenzen sehr, sehr stark zentralisiert hat. Praktisch alle bedeutenden Gesetzesmaterien sind Bundessache. Und jetzt die Juristen unter Ihnen, bitte entschuldigen Sie, das Wort Rahmengesetz hat im Ökonomischen ein bisschen eine andere Bedeutung als der juristische Verfassungsrecht. Aber ganz grob, formell gibt es kaum eigenständige Länderkompetenzen, oder Oehlinger war das, er hat von Kompetenzsplittern gesprochen, für bestimmte Bereiche, die Teile des Gesundheitswesens waren, Raumplanung, Jagdwesen und ähnliches. Und daneben gibt es noch ein spezielles Instrument, das Instrument der Privatwirtschaftsverwaltung, wo die Gebietskörperschaften zum Beispiel im Förderwesen tätig werden können. Und die sind scheinbar ohne Bindung an irgendwelche Kompetenzregeln oder fast ohne Bindung an irgendwelche Kompetenzregeln. Das dominierende Entscheidungsprinzip im österreichischen Föderalismus ist jedenfalls der Verbund. Wir haben ein formell relativ schwaches Zweikammernsystem. In der Realverfassung, ist auch bereits vorhin angeklungen, haben wir allerdings relativ starke politische Mitentscheidungsbefugnisse der Länder auf Bundesebene. Wir haben vor allem etwas, was in der Literatur als Vollzugs- oder administrativer Föderalismus bezeichnet wird. Die Länder haben vor allem administrative, weniger wichtige gesetzgebende Verantwortlichkeiten. Und wir haben ausgeprägte politische, formelle Kooperation, sowohl horizontal als auch vertikal, das heißt also zwischen den Ländern, Landeshauptleutekonferenz, ist auch vertikal bei den Entscheidungsprozessen und informelle Vetorechte. Das heißt, das Checks and Balances in Österreich funktioniert gar nicht so formell, sondern es funktioniert eher informell. Jetzt war eines dieser Argumente immer, naja, dieser Föderalismus ist ziemlich teuer. Woran macht man das eigentlich fest, dass dieser Föderalismus relativ teuer ist? Wallner hat es erwähnt, wie man es eventuell machen könnte. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Zahlen genommen, und zwar die Ausgaben laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für allgemeine Verwaltung in 1.000 Euro pro Kopf, bereinigt allerdings um Kaufkraftdifferenzen, und da mal eine Gruppe von föderativen Staaten mit einer Gruppe von nicht-föderativen Staaten gegenübergestellt. Was wir sehen, der rote Balken ist Österreich. Wir haben im internationalen Vergleich relative hohe Pro-Kopf-Ausgaben, wie gesagt, Kaufkraftdifferenzen bereinigt. Was aber besonders interessant ist, ist, wenn man eine einfache ökonometrische Schätzung vornimmt, gibt es keinen Unterschied zwischen föderativen Staaten und nicht-föderativen Staaten. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, Achtung, eine Verwaltung ist, bei Pro-Kopf-Ausgaben einer Verwaltung sind natürlich automatisch einfach höher, wenn wir ein kleines Land sind. Und der erste Blick sieht tatsächlich so aus. Aber dieser Zusammenhang zwischen Ländergröße und Pro-Kopf-Verwaltungskosten wird ausschließlich von diesem Outlier hier oben, Luxemburg, betrieben. Im Gegensatz zu vielen anderen Untersuchungen komme ich in ganz, ganz einfachen Abschätzungen nicht zu dem Ergebnis, dass die Größe eines Landes zwingend Einfluss hat auf die Höhe der Verwaltungskosten, aber eben auch nicht das föderative System oder auch nicht.
Jetzt muss ich einen zurück hier haben. Wir könnten uns auch anschauen, wie verhält es sich denn mit den Personalausgaben verteilt auf die gebietskörperschaftlichen Ebenen. Und das wieder eine Gruppe von föderativen Staaten den nicht-föderativen Staaten gegenübergestellt. Wir müssen, um das vergleichbar zu machen, die Personalausgaben der Sozialversicherung dem Zentralstaat zurechnen, aber die sind nicht so riesig relevant. Aber wir stellen fest, unter der Gruppe der föderativen Staaten ist Österreich das Land, das die höchsten Personalausgaben auf der Zentralebene, auf der Bundesebene hat. Es gibt einige Länder, die sind formal nicht föderal organisiert, wie beispielsweise Schweden oder Finnland, die haben deutlich niedrigeren Anteil der Personalausgaben, an den gesamten Personalausgaben im Sektorstaat, auf der Zentralebene. Ich dachte, okay, jetzt schauen wir euch mal an, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Entwicklung? Das war für mich die erste große Überraschung. Die Personalausgaben in den Ländern und Gemeinden, rote Sozialversicherung, können wir jetzt mal ausnehmen, in den Ländern und Gemeinden folgen natürlich diesem hübschen Pfad, den man sieht bei den Ausgliederungen. Ausgliederungen 1996, 97, 2000, 2001. Am Bund so einen kontinuierlichen Anstieg. Also sie sind nicht nur am höchsten, sondern sie steigen auch am schnellsten. Nicht bei den Ländern und Gemeinden. Personalausgaben mal beiseite, schauen wir uns mal die konsolidierten Gesamtausgaben an. Und da sehen wir wiederum, Bund, natürlich einschließlich Sozialversicherung, ist der größte Ausgabenblock, Anstieg, wohingegen konsolidierte Gesamtausgaben auf der Ebene von Ländern und Gemeinden einigermaßen konstant bleiben. Anteile der Ebenen, Bund, je nach Berechnungsweise, bei rund 70%. Es bleibt alles relativ konstant. Anders ausgedrückt, die These vom zentralisierten, hochzentralisierten Bundesstaat, glaube ich, kann man durchaus durch die Daten auch als untermauert ansehen. Gleichzeitig hat Österreich aber auch eine hochzentralisierte Finanzverfassung. Jetzt kommen wir zur Einnahmenseite. Die Steuergesetzgebungskompetenz liegt fast exklusiv beim Bund. Es gibt kaum relevante Steuergesetzgebungshoheiten der Länder und Gemeinden. Grundsteuerhebesätze. Eigene Steuern von Relevanz für Länder und Gemeinden, Gemeinden zum Beispiel die Kommunalsteuer, da liegt die rechtliche Gestaltungskompetenz auch wieder beim Bund. Und zentralisiert auch in dem Sinn, dass das Finanzausgleichsgesetz eigentlich ein Bundesgesetz ist, allerdings wiederum mit faktischer Vetoposition der Ländervertreter. Und das ist einfach das Pendant zu dem, was wir auf der Aufgaben- und der Aufgabenseite gesehen haben. Das Verbundsystem ist das dominierende Prinzip auf der Einnahmenseite. Wir haben eine überragende Bedeutung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die auch immer mehr zunimmt. Wir haben das Ganze ergänzt, logischerweise durch ein extrem komplexes System von Zuschüssen, Zuweisungen, Kostenersätzen, Umlagen und sonstigen Transfers zwischen den Gebietskörperschaften. Und gleichzeitig haben wir noch ein Agreement, der interne Stabilitätspakt, der Verschuldungsziele, ist ja auch eine Einnahmeart der Gebietskörperschaften, regelt. Mein Lieblingsschaubild, Johann, danke, man kann es immer wieder verwenden, das ist eine sehr schematische, schöne, vereinfachte Darstellung eines recht komplexen Systems. Was etwas komplex ist, muss nicht heißen, dass es schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach durchschaubar. Gott sei Dank gibt es Leute, die das können. Der Anteil der Gemeinschaftssteuern, ich habe es bereits erwähnt, nimmt permanent zu, hat je nach Berechnungsweise netto oder brutto um die 80% erreicht mittlerweile. Die Abgabenerträge der Ebenen nach Erhalt der Ertragsanteile, auch Bund, und irgendwann da unten Länder und Gemeinden, hier ist noch Wien extra raus. Und das Ganze führt dann dazu, also wenn wir uns die Einnahmenseite anschauen und die Ausgabenseite, dass wir in Einzelbereichen, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Schulwesen, super komplexe Finanzierungsströme haben und super komplexe Entscheidungsprozeduren. Oder anders ausgedrückt, so richtig weiß niemand eigentlich, wer was zu entscheiden hat. Gesundheitswesen. Normalerweise, wenn man aus didaktischen Gründen in einer Vorlesung Schaubilder auflegt, so mit so Pfeildiagramme, dann sollte man besser verstehen, was da passiert. Es gibt sicher Leute, die es verstehen, ich tue es nicht. Die Schulverwaltung, es stimmt nicht, so funktioniert die Schulverwaltung nicht jetzt, sondern so hat sie funktioniert, oder vielleicht ist das Wort Funktion hier in dem Zusammenhang nicht richtig gewählt oder so. Also Entscheidungsstrukturen,
Finanzströme, und das sind jetzt Gesundheits- und Schulverwaltung gewesen. Anders ausgedrückt, Föderalismus in Theorie und Praxis, Version Austria, sieht so aus. In Österreich haben wir die praktisch größtmögliche, für ein föderatives System, größtmögliche Entfernung vom Prinzip der institutionellen Konkurrenz und vom Prinzip des institutionellen Wettbewerbs. Wir haben fehlende oder extrem niedrige Aufgabenautonomie auf allen Ebenen. Und wenn es überhaupt so etwas gibt wie Wettbewerb zwischen den Ländern, zwischen den Gemeinden, dann erfolgt er über die Ausgabenseite des Budgets. Und das ist aber das, was ein Finanzwissenschaftler definitiv als die ultimativ schlechteste Lösung erkennen kann. Die Kombination von solchen Gemeinschaftsabgaben und Transfersystemen mit einer dezentralen Ausgabenverantwortlichkeit sorgt nämlich dafür, dass wir permanente Anreize für zusätzliche Ausgaben haben und permanent fehlende Anreize zu einem effizienten Verhalten. Warum? Die Steuerlast von einer zusätzlichen Ausgabe von einem Euro in einer Gebietskörperschaft, einem Land oder einer Gemeinde, die verteilt sich auf alle Steuerzahler in ganz Österreich, ohne dass die jemals in den Genuss der bereitgestellten Leistung dieser Einheit kommen. Stichwort Gemeindefusion. Warum beobachten wir in Österreich so wenig Gemeindefusionen? Wir wissen doch, dass viele Gemeinden so klein sind, die können gar nicht effizient arbeiten. Naja, und wenn sie ineffizient arbeiten, dann kriegen sie es ausgeglichen über den Finanzausgleich. Wer trägt dann die ökonomischen Kosten der Kleinheit? Die anderen. Schon erwähnt, die extreme Intransparenz durch Mischverantwortlichkeiten, Steuerzentralisierung des Transfersystems. Wir haben Probleme der politischen Accountability, wenn niemand weiß, wer wofür eigentlich verantwortlich ist. Weder auf der Aufgaben- noch auf der Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite. Zahlreiche andere Probleme können wir bestimmt weiter diskutieren. Für Deutschland hat ein Finanzwissenschaftler diesen Ausdruck geprägt, da Österreich in Deutschland praktisch nichts nachsteht, glaube ich, kann man es auch hier übertragen. Wir haben ein System organisierter Verantwortungslosigkeit durch den österreichischen Föderalismus. Auch hier, dank an Joe Bröthaler, aus einer dieser erwähnten gemeinsamen Studien. Wenn wir das alles ein bisschen zusammenfassen, was sind denn dann die Problemfelder einer Föderalismus-Finanzausgleichsreform? Hier steht jetzt im Mittelpunkt die Finanzausgleichsreform, wir könnten das aber auch durchtauschen, die Föderalismusreform oder Staatsreform, eine Verwaltungsreform, Stichwort Veränderung des Vollzugsföderalismus, die Veränderung von Abgabenertragshoheiten, Veränderungen des Transfersystems, Gemeindestrukturreformen, Transparenz, Reform des Haushalts- und Rechnungswesens, dann noch die diversen sektoralen Reformen, Gesundheit, Schule habe ich erwähnt, und sonstige Themen, Stabilitätspakt, Konsultationsmechanismus habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Ganze ist Föderalismusreform. So, das ist ziemlich komplex. Und es gibt viele Reformversuche, die in den letzten 25 Jahren, wahrscheinlich noch viel, viel mehr vorher, vorgenommen worden sind. Wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Strukturreform, Kommission, Perchtoldsteuerabkommen, Aufgabenreformkommission, wichtig, der Österreich-Konvent, eine Finanzausgleichsreform 2007, eine eingesetzte Expertengruppe 2007, 2008, die Arbeitspakete in der Arbeitsgruppe Konsolidierung, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, da durfte ich auch Mitglied sein, war interessant. Und schließlich natürlich das Regierungsprogramm vom Dezember 2013, da gibt es eine Gruppe, die sich mit Föderalismusreform beschäftigt und eine Gruppe, die sich mit Finanzausgleichsreform beschäftigt. Interessant, wer ist beteiligt? Die parlamentarische Ebene und die Finanzausgleichspartner. Und jetzt ganz neu oder ganz alt, Bundesrat abschaffen. Tja, das kennen wir und anders ausgedrückt, who cares? Bundesrat soll wieder einmal offensichtlich abgeschafft werden. Meine Frage aber, damit komme ich zum Abschluss, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit einer echten Föderalismusreform? Eine Reform, so wie ich sie skizziert habe? Dazu muss nochmal gesagt werden, Föderalismusreform ist eben nicht die Abschaffung einzelner Ebenen, eine generelle Zentralisierung oder Dezentralisierung, wobei man natürlich die Frage stellen kann, ob bestimmte einzelne
Bundesländer oder einzelnen Gemeinden wirklich lebensfähige Einheiten sind. Aber das ist sekundär. Weil wenn die Föderalismusreform so funktioniert, wie ich es mir vorstellen würde, dann würden die selber drauf kommen, dass sie ineffizient sind und sich anders verhalten. Föderalismusreform ist die Herstellung der Bedingungen für institutionelle Konkurrenz und institutionellen Wettbewerb durch Aufgabenentflechtung, Aufwertung der Steuern, Ausgabenautonomie, Abbau von Transferverpflichtungen. Überhaupt nichts Neues. Nicht wirklich was Neues beizutragen. Die Frage aber jetzt, sind es jetzt eigentlich zu viele Problemfelder, die simultan angegangen werden müssen? Wäre also nicht in Schritt für Schritt Vorgehensweise besser? Oder aber sind die vielen, vielen Problemfelder nicht gerade sogar eine Chance für eine Föderalismusreform? Eine Föderalismusreform, die den Namen verdient. Eine große Reform, ein Big Bang. Indem man eben die vielen, vielen Bereiche gegeneinander abtauscht. Der Bund gibt etwas, die Länder geben etwas. Man bündelt Reforminhalte im Sinne eines Do-Des, eines Ich gebe, du gibst. Und offen gestanden, die politökonomische Theorie, die sich damit auseinandersetzt, ist da eher skeptisch. Ein ganz zentraler Aspekt dieses Ansatzes ist die sogenannte Kartellhypothese. Und das ist eigentlich ganz logisch. Transparenz und fiskalischer Wettbewerb sind nicht im Interesse von Politik und Bürokratie. Warum? Die formen praktisch eine Art Monopol. Und jetzt wissen wir, dass Sir John Hicks, ein berühmter Ökonom, bereits in den 30er Jahren gesagt hat, the best of all monopoly profits is a quiet life. Warum sollen denn irgendwas ändern? Mir geht's doch gut. Da wird eben übersehen, die Bürger und Unternehmen profitieren, und zwar in ihrer Rolle als Konsumenten der Staatsleistungen und als Steuerzahler von Transparenz und Konkurrenz. So wie Sie als Konsumenten von irgendwelchen Konsumgütern profitieren davon, wenn Konkurrenz existiert, weil Sie bessere Qualität zu günstigeren Preisen bekommen, so sollte das im Staat auch sein. Und jetzt kommt das ganz Perfides. Nämlich die Vereinheitlichung von Leistungen und die Vereinheitlichung von Steuern wird verkauft unter dem Stichwort Harmonisierung. Ist das nicht toll? Wir kooperieren, wir harmonisieren. Das ist doch schön. The quiet life. Das ist eine Analogie zum Anbieterkartell. Und sorgt letztendlich dafür, dass wir höhere Steuern zahlen und geringere Qualität der Staatsleistungen bekommen. Und dieses Finanzausgleichs- und Transfersystem dient im Wesentlichen der Kartellstabilisierung. Anders ausgedrückt, es ist ein Kartell der Politik und der Bürokratie gegen die Bürger. Und die Bürger? Jetzt könnte man meinen, jawohl, sie stehen auf Revolution in Österreich. Falsch gewickelt. Wie stehen die Österreicher generell zur Institution des Wettbewerbs? Ist Wettbewerb eigentlich was Gutes oder ist es was Schädliches? Kann man unterschiedlich auswerten. Ich habe hier genommen Auswertungen aus der European Value Study. Ist Wettbewerb schädlich? Sind europäische Länder hier im Wesentlichen abgebildet? Und also, das ist ein bisschen kompliziertere Skala, aber grundsätzlich kann man ungefähr sagen, also etwas über 30% der Österreicher ist der Auffassung, dass Wettbewerb prinzipiell schädlich ist. In Frankreich sind es am meisten, am wenigsten, in Rumänien, Malta, Bulgarien, aber Achtung, das sind Zahlen, die aus dem Jahr 2007, 2008 ungefähr kommen. Naja, also die Österreicher sind nicht prinzipiell total gegen Wettbewerb eingestellt, aber ja, sagen wir mal, im europäischen Mittelfeld sich befindlich. Aber das war eine Frage allgemein nach Wettbewerb. Wie stehen denn die Österreicher zu föderativem Wettbewerb? Und der Kollege Busjäger vom Föderalismusinstitut hat das unter anderem auch erhoben und er stellt fest, wenn man die konkrete Frage stellt nach Wettbewerb zwischen den Ländern, dann wollen also 88,1% der Bevölkerung, dass die Länder besser nicht miteinander konkurrieren. Nicht mal ganz 10% wollen, dass die Länder im konkurrenzverhalten, wettbewerblichen Verhalten zueinander stehen. Die Politiker und Bürokraten wollen es nicht. Die haben kein Interesse dran. Und die Bürger scheinen es auch nicht zu wollen. Und Damen und Herren, etwas skeptisches Fazit. Föderalismusreform scheint aus meiner Sicht eben doch so eine Art Mission Impossible zu sein.
Wir können das diskutieren. Ganz sicherlich können wir aber feststellen, jede Föderalismusreform ist politisch zumindest nicht ganz ungefährlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.